Herzlich willkommen im Gaming Room von SmackBoom und herzlich willkommen zur virtuellen Gamescom 2020. Wie läuft's ab auf der Gamescom? Man schaut sich die Opening Night live an, das haben wir gemacht. Und dann freut man sich drauf, dass man direkt nach Köln fährt, umrennt auf dem Messegelände. Und wenn man Glück hat, kann man sogar durch irgendeine Schlange mal ein bisschen durchkommen und irgendein Spiel anzocken. Und dies Jahr kann man so viele Spiele anzocken, wie man eigentlich möchte, zumindest in der Indie Arena. Denn man hat den Arena-Booth komplett aufgebaut und das kann man sich mal hier anschauen. Ich bin dieser kleine, das ist der Herr Rock hier, der König Bär. Man kann nämlich durch den Arena-Booth virtuell rumlaufen und dann Stationen anklicken zum Beispiel. Und dann kann man zocken, dann kann man halt wirklich Demos spielen. Und ich habe mir ein paar Demos angeguckt und die zocke ich jetzt live. Die kommen jetzt alle schön in eine YouTube-Playlist. Am Ende dieses Videos könnt ihr die Playlist dann auswählen und könnt dann ein Demo-Video nach dem anderen sehen. Viel Spaß dabei, ich freue mich. Ja, und als erste Demo habe ich mir Tunic ausgesucht. Das ist ein kleines, süßes Spiel, das ganz im Stil von Zelda ist und ein bisschen aussieht wie das Remake von Link's Awakening. Und da gehe ich jetzt mal sofort rein. Das schauen wir uns mal an. Ich bin echt mal gespannt, was das Ganze hier so kann. Und gucken wir mal. Das sieht auf jeden Fall schon mal niedlich aus. Ich hätte mir das auch angeguckt, wirklich, wenn wir auf der Gamescom wären. Das Spiel wurde schon 2015, glaube ich, vorgestellt. Ist zum ersten Mal spielbar. Jetzt muss ich erstmal gucken, was man hier machen kann. Okay, wenn ich A drücke, dann flippt der kleine Fuchs hier so nach vorne. Was anderes kann ich noch nicht. A. Okay, hier kommt man in so eine Art Menü mit dem rechten Button. Mit dem linken Button nix. Okay, damit links Trigger kann ich ein bisschen die Perspektive verschieben. Der rechte Stick kann erstmal noch gar nichts machen. Das Steuerkreuz kann auch nichts machen. Okay, gucken wir erstmal, wie es hier weitergeht. Das ist ja süß. Kann man da so durchgehen. Okay, die Dinger kann ich hier nicht verschieben. Auch nicht hauen. Naja, kann da auch nicht durchgehen. Okay. Und bisher gibt es hier noch nicht viel zu sehen. Das sieht cool aus, aber viel zu sehen ist hier nicht. Hier ist erstmal ein Briefkasten. Mal gucken, was der kann. Schauen wir doch mal. Ah ja, okay. Ja, verstehe. Wo geht's dann wohl weiter? Okay, wo geht's hier hin? Ich traue mich jetzt nicht so ganz darunter zu gehen erstmal. Ich will noch mal kurz rechts einmal schauen, ob da was ist. Das scheint eine Attacke zu sein dann. Ja, erstmal noch nicht. Hier kann ich noch nicht durch. Ich brauche wahrscheinlich erstmal ein Schwert oder irgendwas in die Richtung. Ich gucke noch mal kurz hier. Hier ist aber wirklich nichts, ne? Okay, dann kann ich das auf XYB kann ich später Sachen legen. Okay, ja gut, dann gehe ich mal hier rein. Gucken, was hier ist. Finden wir etwa ein Schwert? De-de-de-de. Bing. Ne, es ist ein Stöckchen. Okay. So, den Stock packen wir uns mal hier hin, damit wir damit auch genau hauen können. Kann ich damit jetzt auch die Dinger hier? Jawohl. Jawollo, da hauen wir doch hier. Was ist denn hier los? Muss ich den Rotz hier weiter kaputt hauen? Ne. Also ich kann. Es ist ein bisschen schwierig. Ich kann da nicht weiter durchgehen jetzt. Durch die. Also die stellen wirklich Hindernisse dar, wenn ich die umgehauen habe, die Scherben. Das macht's ein bisschen schwierig gerade. Aber gut, alles klar. Wir haben einen Stock, damit werden wir ja schon mal irgendwas machen können. Wir können bestimmt damit hier die Lümmel hier vorne kaputt schlagen. Nee, können wir nicht. Können wir tatsächlich nicht. Okay, gut. Dann gehen wir mal die Treppe rauf. Gucken wir mal, was hier so los ist. Da vorne zeigt ein Pfeil nach rechts. LT. Ah, okay. Ah, okay. So, mit LT kann ich mich auf den Gegner fixieren. Und jetzt habe ich drei was auch immer bekommen. So, was haben wir hier Feines drin? Ein Trank. Gut, der ist für Lebensenergie, würde ich mal behaupten. Kann ich mir den jetzt irgendwo hinlegen auch? Kann ich mir den zum Beispiel auf Y packen? Ja, ich kann mir einen Trank für Lebensenergie einfach auf Y packen und den mir genehmigen, wenn es so sein muss. Alles klar, dann gucken wir mal hier. So, das sagt, guck nach rechts, gefährlich, böse, Bubu. Da komme ich bestimmt nicht rein, ohne Schlüssel.
Was haben wir hier? Ah, okay, hier kann man in Tag-Nacht wechseln, so wie es aussieht. Oder? Nee, jetzt ist wieder Tag. Ich dachte, ich könnte das jetzt irgendwie mehr beeinflussen, ist aber leider nicht der Fall. Gucken wir erstmal wieder hier runter, ob hier noch was Feines ist. Da sind nur wieder die Gegner, die jetzt wieder gespawnt sind. Na, da oben ist so ein kleiner Clipping-Fehler. Ey, grafisch sieht es echt schön aus. Aber ich glaube, das wird was. Also es ist wirklich nett. Vor allem auch... Es spielt sich sehr flüssig jetzt auch für die Demo, muss ich jetzt mal sagen. Gefällt mir auch gut. Ich hätte gern ein bisschen mehr Erklärung, wenn ich ehrlich bin. Gerade. Die habe ich aber nicht, außer dass man da jetzt hier empfohlenermaßen durch könnte. Kann ich aber nicht, weil mir wahrscheinlich noch ein Gegenstand fehlt dafür. Ist hier noch irgendwas? Nö, davon da bin ich gekommen. Oh, da sind wieder so ein paar Lümmel. So, komm mal her. Zack. Den habe ich kaputt gehauen. Alles klar, den auch. Oh, da ist noch einer. Also bis jetzt stellen die noch keine großen Gefahren da, die Gegner. Was passiert denn, wenn ich ins Wasser plumpse? Kann ich gar nicht. Ich komme nicht ins Wasser rein. Ah, okay, man kann einfach gar nicht so runterfallen. Zumindest nicht an Stellen, an denen man es dann scheinbar auch nicht soll. Dann gehen wir mal da rein in den Dungeon hier. Und das ist Level 3 Fortress. Okay. Also bis jetzt war in diesen Vasen noch nichts drin. So, hier kommen wir nicht durch. Hier ist alles von Felsen versperrt. Was ein bisschen schade ist, es gibt mir bisher noch nicht so richtig ganz Feedback, das Spiel, zu dem, was ich tue. Wow, okay. Es steuert sich auch noch ein klein bisschen schwammig. Aber es ist ja auch eine erste spielbare Demo. Oh, da oben ist ein Schwert. Da ist ein Schwert. Ja, man könnte da reingehen. Hier unten kommt man zu einem Brunnen. Aha. Da weiß ich wieder nicht, was man da von mir möchte. Da kann ich jetzt wieder hier Tag und Nacht ändern, oder? Ist das... Kann man an diesen Säulen dann speichern? Ich verstehe es nicht so ganz, was hier passiert. Oder ob man da die Energie dann wieder auffrischt, wenn es soweit ist. Man restartet scheinbar das Setting. Also die Gegner sind ja dann auf einmal auch wieder da, wenn man das macht. Ich gehe jetzt mal kurz hier rein. Gucken. Hier ist ein Brief. Okay. Mach mal. Ah ja. Okay. Mhm. So, so. Das ist scheinbar eine digitale Anleitung. Die sieht sehr süß aus. Okay, ja. Kann man die Dinger hier kaputt hauen? Ne. Das kann man nicht treffen. Nun gut, dann werde ich wohl dazu genötigt, hier lang zu gehen. Okay, man kann dann hier auch später rechts gehen. Den Eumel-Lump haben wir kaputt gehauen. Könnte hier jetzt weitergehen, oder? Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich. Aber wir gehen erstmal da rein. Ich will erstmal nach oben, also schauen, dass ich nach oben komme. Ich hätte ganz gerne das Schwert. Wäre schon cooler als ein Knüppel, ne? Okay, bis jetzt hat mir noch keiner von den Eumeln hier getroffen. Das ist noch... Noch ist es einfach. Gut, ist hier noch irgendwas hinter der Leiter? Nein. Dann gehen wir mal die Leiter rauf. Oh, der sieht mir schon ein bisschen gefährlicher aus. Haha! Ist er aber kein Stück. Kein Stück ist er das. Na, komm mal her. Von hinten ist es immer am besten, Gegner kaputt zu schlagen. Oh, jetzt wurde ich mal getroffen. Oh, der verschießt hier Blitze, der Lump. Du bist ja ein Lümmel. So, da ist das Schwert. Okay. We've got sword. So, das Schwert packe ich mir jetzt erstmal hier auf Y. Dann nehmen wir den Knüppel auf B, solange. Sauber, Schwert, jetzt geht's rund. Jetzt können wir doch hier... Ja, ey, die Bäume, wie geil die auch fallen. Das ist so, als ob man einfach Schaumstoff wegpölt. Also die Grafik finde ich super geil hier gerade. Das sieht echt schön aus.
So, jetzt werden wohl ein paar Gegner dran glauben müssen. Gucken, ob die wieder da sind. Ne, die sind nicht da. Kann man denn irgendwie... Wie kommt man denn da hin? Wie könnte man denn dorthin kommen? Wird mir noch nicht erklärt. Da muss ich wohl von anderer Stelle irgendwie dort reinkommen. Oder sieht man hier irgendwas? Nö. Nö, nö. Und springen kann ich nicht. So, jetzt hauen wir die ganze Rotze hier kaputt und gehen hier weiter. Normalerweise würde ich jetzt nochmal zurückgehen und noch ein paar Faxen machen, aber wie kriege ich den denn hier? Boah, der Spinnenkasper. Zack, weg mit dir. Ja, okay, ich nehme jetzt mal den Drink und fülle mal meine Energie auf. Davon war nämlich nicht mehr viel da. Schade ist, dass man unter all dem, was man kaputt haut, ist nie was zu finden bis jetzt. Das ist natürlich etwas traurig. So, dann gehen wir mal... Ne, warte mal, hier kann man auch raufgehen. Machen wir erstmal, ne? Oh, da oben. Da rechts. Da ist ein Wächter. Da ist noch ein Wächter. Ja, ein Schild wäre ganz gut noch, ne, wenn man das hätte. Coolio, den habe ich auch ganz gut besiegen können. Also ich muss sagen, das Kampfsystem gefällt mir bisher schon ganz gut. Also jetzt schon. Das ist recht easy zu verstehen. Gibt's hier irgendwas? Ne. Kann ich hier runter? Nein. Und da war ich bestimmt schon mal drin. So, hier nach oben. Und nun? Da kann man was machen. Hebel umlegen, dann geht das Tor auf. Würde ich mal drauf schließen. Sehr gut. Ja, hoffnungsvoll kommt Tunic noch in diesem Jahr raus. Das wäre natürlich super schön. Ja, ist nicht mehr lang, aber könnte ja trotzdem noch was werden. Okay, was haben wir hier? Oh, jetzt haben wir ordentlich was bekommen. Das ist das, was ich vorhin gesehen habe. Natürlich. Wie kriegt man die Scherben jetzt hier weg? Ich will doch. Ich will ja an die Kiste ran. So kriegt man die weg. Okay, da muss ich echt rumwuseln, um die zu kriegen. Alles klar, wir haben einen neuen Drink gekriegt. Der ist jetzt auch sofort in meinem System hier. Ah, hier kann man auch noch was machen. Was geht da jetzt auf? Ah, jetzt habe ich hier. Von hier aus quasi eine Leiter runtergelassen, diesen Weg schon mitzugehen. Kann ich wieder dahin zurück, wo ich am Anfang vorhin war. Oh Gott, das ist sieht nicht ungefährlich aus gegen drei Stück. Fuck. Das ist böse. Oh. Junge, Junge, okay. Es ist so ein bisschen Souls-artig, das Gameplay. Also man muss kämpfen und sich zurückziehen. Eher langsam kämpfen. Nicht schnell drücken. So, wo geht's jetzt hin? Ah, kommen wir in einen schönen neuen Außenbereich. Sieht auch schick aus, ne? Muss man ja sagen. Hier ist so ein schöner Brunnen. Uah! Was bist du? Alter Falter. Ja, das war natürlich... Ja, ich weiß. Der killt mich sofort hier. Boah. Okay. Ja. Das war Tunic. Wow, also der war wirklich schwer jetzt, der Endgegner. Er war wirklich schwer. Also, egal was er jetzt gemacht hat. Aber es war sehr nett. Es hat mir gut gefallen. Das war meine Tunic-Session. Und gleich geht's mit der nächsten Demo schon weiter. Bis dann.